Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2, der Schwarzen Witwe Challenge. Jo, im letzten Part haben wir hier noch ganz spontan, nachdem alle einen kleinen Mittagsschlaf hatten, hat Leon noch eine spontane Party geschmissen. Die war eigentlich auch ganz gut, war zumindest nicht übel. Die Polizei kam natürlich wieder und hat die Party gesprengt, wie immer. Ja, und jetzt liegen eigentlich alle im Bett und sind am Schlafen. Eben. Spul's auch, okay. Jonas hat auch morgen, also sprich, nee, heute auch frei. Das heißt, er muss heute nicht arbeiten gehen. Was wir vielleicht dazu nutzen könnten, uns noch ein bisschen mehr mit Jessica wieder anzufreunden. Da fehlt noch ein bisschen was. Also es ist schon wieder im positiven Bereich gelandet, Gott sei es gedankt. Aber es ist halt noch nicht so, wie es sein sollte, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir da noch mal ein bisschen nachlegen. So, und da ist er auch schon wach. Juhu, guten Morgen, mein Süßer. Wie geht's dir? So, sei mal lieb und mach mal das Bett. Hm, ja, er hat immer noch ärgerliches, was weiß ich, mit Leon. So, dann kannst du das mal machen, dann kannst du das mal machen. Und Hunger hättest du auch. Was willst du denn alles? Du willst einen Computer kaufen, du willst ein Auto kaufen, du willst einen Seifenblasenbooster kaufen. Auf was du alles kaufen willst, ist der Hammer. Was haben wir überhaupt? Wir haben noch Sommer. Ist ja perfekt. Wusste ich gar nicht mehr. Seht ihr? Wir haben Sommer. Das heißt, du könntest auch mal ein bisschen Sport treiben, oder? Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, mittelprächtig. Alles gut. Mhm. Aber so gegen ein bisschen Sport hat man ja eigentlich nie irgendwas, ne? So, und unsere zwei Turteltäubchen liegen noch im Bett und schlafen. Ja, das ist schön. Hm, habt ihr euch lieb, ne? Bin gespannt, was er dann wieder für neue Wünsche hat. Oh, Leon hat Angst, dass Jonas stirbt. Hihi, finde ich auch mal interessant. Ja, und sterben soll auch nicht. Oder Feindschaft mit Julian will er nicht. Und Feindschaft mit Hugo will er auch nicht. Ja, was du alles nicht willst. Und Anna, Anna. Ihr merkt, ich komme momentan echt durcheinander. Jessica hat voll die Panik vor einem Baby. So, was haben wir denn da? Oh, neue Wünsche. Ach nee, den haben wir mit Jörg an Freunden drin. Ach so, ja stimmt, da war mal was. Okay. So, hallo? Hast du gerade was kaputt gemacht? Ich habe da ein Geräusch gehört. Ja. Also nach dem Duschen darfst du das erstmal reinigen. Wenn du es kaputt machst, musst du es auch wieder in Ordnung bringen. So ist hier die Regel, ne? Wer es kaputt macht, muss es auch wieder in Ordnung bringen. Es geht ja nicht, dass du ja alles kaputt machst. Ah, guten Morgen. So, wartet mal, wie geht's euch beiden denn? Ganz gut. Ihr könntet doch mal, könntest doch mal ein bisschen tratschen noch. Na, hast du gut geschlafen? Wie fandst du denn die Party gestern? Hat dir das gefallen? Und wir könnten uns nochmal umarmen romantisch und auch nochmal küssen romantisch. Solange der gute Mann da beschäftigt ist, sollte das hoffentlich klappen. War da ein Auto? Nö. Dachte schon. Ich gebe das nochmal ein. Ja. Oh, meine Süße. Ja. Ja. Hm. 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 Gut, und Jonas hat nichts mitgekriegt. Sehr schön, das ist wunderbar. So, dann hat du Hunger. Dann, ach ja, stimmt, du hast auch noch einen Fisch, glaube ich, da im Inventar. Dann geh du mal Reste nehmen. Ja, sie könnte auch schnell noch was essen, bevor sie sich an die Gartenarbeit macht. Und er hat auch Hunger. Okay, gut, dann mach das mal. Hm. Was willst du recyceln? Das ist lieb. Das ist ganz toll. Machst du gut. Ja. Und wir haben noch Pfannkuchen. Servierplatte und noch eine Servierplatte. Ja, prima. Ja, doch. Nee, Omelette sind das sogar. Omelette. Moment. Gut, dann kannst du dir auch einen Teller nehmen. Und du, wenn du fertig bist, wie sieht's denn aus da drüben? Bist du bald fertig mit deinem Gepümpel? Eieieiei, aufwischen müsstest du dann auch nochmal, ne? Ich glaube, er reinigt es gleich fertig und dann kann er das aufwischen. Darfst du nochmal
die Hände waschen und dann darfst du dir auch einen Teller nehmen. So, prima. Ach so, ja, ihr Lieben, was ich euch noch mitteilen muss, sorry, hätte ich jetzt fast wieder vergessen. Ich bin gerade für die Woche noch am Aufnehmen, also bin ja eh schon im Verzug, um Gottes Willen, morgen soll der Part rauskommen, ich habe noch nichts gemacht. Aber gut, so ist das halt mal, wir haben momentan viel zu tun und ja, Hitze und alles. Ja, genau dazu passt das nämlich, ich werde, also jetzt, wir haben morgen Dienstag, morgen kommt dieser Part. Die Woche wird dann noch voll gemacht bis Sonntag, aber ab der Woche drauf, das ist dann der, weiß ich jetzt nicht, gibt es erstmal nichts mehr, weil dann haben wir erstmal 2-3 Wochen Urlaub. Das heißt, da mache ich dann meine Urlaubszeit, da werden wir viel unterwegs sein und ihr kennt das ja schon, dann ist einfach nicht die Zeit da, hier am PC was zu machen und dementsprechend muss ich euch da leider wieder ein bisschen vertrösten bis zum nächsten und ja. Das ist halt so. So, du hast aufgegessen. Du kannst benutzen, du kannst duschen. Oder du duschst hinterher. Das macht vielleicht sogar noch mehr Sinn. Du musst dich nämlich erstmal hier um das ganze Grünzeug kümmern. Ja, guck dir das an. Oh Gott, wie das aussieht. Erstmal viele pflegen, viele einsprühen und viele gießen. Das machst du dann zuerst. So. Du hast auch schon fertig. Okay. Räumst du auch auf? Ach, das ist aber lieb von dir. Das ist sehr nett. Sehr, sehr nett. So, dann kannst du hier die Reste wieder weglegen. Und du kannst dann hier hin. Bring bitte den Müll noch raus. Nein, schmeiß doch nicht den Müll einfach irgendwo hin. Ach, ehrlich. Na gut, okay. Du gehst dann noch duschen. Jonas, wärst du gerade so nett, bitte? Ja, weiß, Leon kam in den Weg und schon lassen wir alles stehen und liegen. So ist das. So, und weil du schon da so nett stehst, kannst du ihn jetzt auch rausbringen, Müll. Du hast ja auch schon was an, ne? So, was wollen wir denn da? Was hast du denn jetzt überhaupt? Du hast keine gescheiten Wünsche, ne? Brauchst du noch irgendwas für die Arbeit? Nö, habe ich dir alles gegeben. Freunde brauchst du auch nicht großartig. Wow, wie wär's? Es ist schön. Ab ins Wasser mit dir. Hopp. Geh dich mal körperlich betätigen. Das ist auch in Ordnung. So, und du möchtest Gitarre spielen? Oh ja, das kannst du gerne mal tun. Warum auch nicht? Ja, kannst du machen. Wenn du fertig bist, kannst du mal ein bisschen spielen. Jazz vielleicht. So, und ich guck mal, wie unsere Jessica sich hier um ihre Pflänzchen kümmert. Oh ja, da ist einiges am Rumflattern. Und geht's denen wieder ein bisschen besser? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, mit denen musst du auch diesmal reden. Also so richtig ist das hier nur nichts, ne? Aber wir haben den kompletten Tag einfach mal stehen lassen. Und uns um nichts gekümmert, dann kam ja noch die Party dazwischen. Morgens waren wir Park unterwegs. Ach, und die Kuhpflanze merkt, ich hab Hunger. Oh Gott, was quietscht mir da so ins Ohr. Dann gehst du die bitte füttern. Jo. Okay, zeig mal, wie stellst du dich an? Oh ja, ich kann das auch. Oh, es bimmelt. Da ist ein... Komm, hör auf damit. Das macht so keinen Sinn. Geh du lieber mal ans Telefon. Könnte ja für dich sein. Nee, nicht zuschließen. Hey, Telefon, abheben. So, bitteschön. Weil Jonas ist am Schwimmen. Das macht er auch ganz toll. Ja, Geld ist auch das Beste, was man bei der Hitze machen kann. Und wir haben immerhin Sommer. Und es ist warm. Und es ist sehr warm. Und überhaupt. So. Jonas hat heute frei. Genau. Na, und wie sieht's aus? Oh, es wird langsam wieder. Oh, die eine lacht schon wieder. Hi, kann ich Leon sprechen? Leon, kann ich Jonas sprechen? Ja, kannst du. Ich hole ihn dir aus dem Swimmingpool. Aus dem Pool, ja. Gott, ich rede wieder ein Schwan. So, und dann kannst du auch mal ins Wasser hopsen. Komm. Geh mal rutschen. Macht euch einen schönen, warmen Tag hier. Telefonieren kannst du eben gerade eh nicht. Na, du willst auch einen Fähigkeitenpunkt, okay. So, Jonas kommt rausgekrabbelt.
Und Abmarsch ans Telefon. Oh, und er hat immer noch dieses Zeichen über dem Kopf. So, und gucken wir mal, dass du hier die Kuhpflanze ordentlich fütterst. Njam, njam, njam. Da hast du Häppchen. Njam, njam. Sehr gut. Okay, ich habe das Gefühl, hier fliegt immer noch irgendwas rum. Da musst du immer noch mal einsprühen. Du hast noch nicht alle eingesprüht. So, gießen, ernten, Ernte verkaufen. Die ist gut. Die ist richtig gut. Mit der kannst du mit der mal reden. Ah, Moment. Ich muss mal ganz kurz durchgucken. Die kannst du ernten. Also, die ist in Ordnung. Die kannst du auch ernten. Ja, die, wo man ernten kann, die sind natürlich gerade knatschig. Okay, pass auf. Dann gehst du jetzt hier erstmal duschen. Und dann musst du ein bisschen mit deinen guten Freunden, die du verkaufen willst, reden. Tut mir leid, geht nicht anders. Ne, ein bisschen was musst du auch tun. Man kann nicht immer nur schön haben. Na, und du? Oh, ist das herrlich. Ich möchte auch so einen Swimmingpool haben. Ich brauche auch keine Rutsche. Und auch kein Brett. Aber der Pool wäre so genial. Ja, gell? Oh, schön. Und da haben wir uns einen Punkt angelacht. Sehr fein, sehr fein. Hallo. Wollte mal gucken. Siehst du glücklich und zufrieden aus? Ja, gell? Ist schon okay so. Ja. Was willst du denn jetzt? Ein Auto? Oder was? Auto kaufen? Ja, klar. Ist Jonas fertig? Ach so, Jonas ist schon fertig. Okay. So, du wolltest dich anfreunden mit Thorsten und mit Elmar. Und du willst Paarberatung lernen. Okay, pass mal auf. Wen von beiden kennst du denn jetzt schon besser? Das ist ja Palm. Das ist Thorsten. Ah, okay. Und das ist Elmar. Der Elmar ist schon ein bisschen höher. Dann machen wir mit Elmar weiter, würde ich sagen. Dann ruf du doch mal den an. Kannst auch noch jemanden anrufen, sage ich nichts dagegen. So, und du, was möchtest du? Boah, nichts Gescheites irgendwie. Du könntest doch mal was lesen oder so. Wie wär's denn? Mal ein Buch lesen. Was magst du denn? Science Fiction vielleicht? Komm, lest mal was. Ihr könnt euch alle heute mal so richtig die Seele baumeln lassen. Einfach mal gut gehen lassen. Alles bestens. Ja. Genießt den Tag. Habe ich Leon auch aus dem, ja, Pool geholt. Genau. Und da ist unsere Madame, die sich jetzt weiter um ihre Pflanzen kümmern muss. So ist das, ne? Irgendwer muss ja hier das Geld ranschaffen. Und direkt wird losgelacht. So ist das. So, das ist Elmar, genau. Mit dem wolltest du zuerst. Oh, der ist nicht daheim. Na toll. Dann probieren wir es mit dem anderen erst nochmal, mit diesem Thorsten. Das ist der hier. Vielleicht ist ja der daheim. Auch nicht. Ja, toll. Es war ja klar. Es war ja wieder klar. Ich will, dass du mit irgendwem Kontakte hältst. Nee, 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 nicht da hinsetzen. Ich weiß, dass der Sessel super bequem ist. Ah, willst du nicht lesen, Junge? Hm? Okay, gucken wir mal. Wen kannst du dann anrufen? Vielleicht den Hugo. Ah, den kannst du anrufen, einladen. Da könnte man eigentlich auch mal den ganzen Haushalt einladen. Oder nur Hugo. Ich weiß es nicht. Mache ich denn jetzt mit euch? Ja, komm. Lad den Hugo mal ein. Das ist okay. Das ist eine super Idee. Hey du, es ist so warmes Wetter. Komm doch mal vorbei. Wir haben gerade nichts Besseres zu tun. Ja, lass dich mal blicken. Genau. Mach mal. Während unsere liebe Jessica da noch mit diesem Pflänzchen quasselt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das Pflänzchen das gar nicht mag. Das kann dauern. Okay, das wird dauern. Naja, egal. Ist nicht schlimm. So, und was guckt ihr denn da? Irgendein Western oder was? Aha. Ah, das mit dem Huhn. Ja. Der Western mit dem Huhn. Was ist das? Wer war das? Ah, Hugo ist da. Komm. Dann begrüß ihn. So, Dele, wer bist du? Ach, du bist der da. Ja.
So, du sagst, du brauchst Hygiene, all dann geh doch mal säubern. Oh, nee, jetzt geht er direkt. Warte, nee, 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 stopp. Dann rede mal kurz mit Leon. Da, tratschen und unterhalten, Insel, da wird's, bis Hugo da fertig ist. Macht ja sonst nicht viel Sinn, ne? Ja, wir haben da übrigens noch eine Idee hinten im Petto. Ja, Okay, gut, er ist fertig. So, dann ruf ihn doch mal. Herbeirufen, so. Und du kannst dann bitte mal säubern, benutzen, säubern und duschen, damit du auch wieder sauber bist. Und du kannst ihn erstmal rufen, wie gesagt. Lässt du mich rein? Lässt du mich rein? Lässt du mich rein? Komm, ruf den nochmal hier. Hallo. Komm, Hugo. Er wollte was mit dir machen. Stopp. Genau, jetzt hat er auch noch Musik angemacht. Jawohl. Witz erzählen. Dann mal quatschen. Tratschen. Plaudern. Und noch ein Witz. Keine Ahnung. Mach irgendwas mit ihm. Du bist beschäftigt. So, und wie sieht das jetzt hier aus? Geht's der Pflanze? Ja, gut. Pass mal auf und dann Ernte verkaufen. Reicht. Und dann müssen wir das Gleiche hier auch noch machen. Reden mit. Und ich muss einen Blick auf die Uhr werfen. Oh ja, in 2 Minuten ist mein Part schon wieder rum. Heiliger Bimbam. Es geht immer so schnell. So, und du, was machst du? Du duschst noch, genau. Und dann wolltest du doch jemanden um ein Date bitten. Ja, und da ja Leon gerade beschäftigt ist das ja gar kein Thema. Ach, das ist schon wieder diese Musik, die er da angemacht hat. Ich weiß nicht, was der da immer für eine komische Musik anmacht. Das ist fürchterlich. Die dröhnt mir dermaßen ins Ohr. Ah. So, wie weit bist du mit der Pflanze jetzt? Weil Jonas ist fertig. Passe mal auf. Die Pflanze ist jetzt, ach, die ist schön genug. Komm, Ernte verkaufen. Es ist nicht mehr auf Rot. Mach. Dann verkauf jetzt die Ernte da. Und dann gehst du mal hier hin. Und Jonas geht auch mal hier hin. Nachdem er da aus dem Fenster geguckt hat und gesehen hat, dass schönes Wetter ist, kann er da mal hingehen. Dann warten wir kurz, dass Jessica gleich kommt. Ja. Nee, 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 nee. Hier bleiben. So, pass mal auf. Genau das. Wir müssen mal reden, Jessica. Ich weiß ja nicht. Ist ein bisschen dumm gelaufen in letzter Zeit. Irgendwie ist es nicht mehr so, wie es mal war. Ich stehe ja zwar immer noch auf dich und keine Ahnung. Ne? Wartet kurz. Ich muss mal gucken, dass Leon uns hier keinen Blödsinn macht. Nee, 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 nee. Du kochst jetzt nichts. Was willst du denn kochen? Mann, wo ist denn der Hugo jetzt hin? Geh hier raus mit Hugo. Was weiß ich, was der macht. Hier, du kannst noch ein bisschen unterhalten, Witz erzählen. Ihr könnt noch ein bisschen über Hobbys quatschen. Fitness zum Beispiel. Und ihr könnt irgendwas spielen miteinander. Wie wär's mit einer Wasserbombenschlacht? Keine Ahnung. Lass die Finger vom Kochen momentan noch, bitte. Kannst du demnächst machen. Jetzt wird nicht gekocht. Manu, ehrlich, ich komm zu nix. So, halt! Nein, warum will der sich jetzt da auf den Stuhl setzen? Aber bist du beknackt? Was willst du denn da? Gratuliert bekommen? Nee, nee, nee. Nicht gratulieren bekommen. Ich wollte, dass du ihr einen Witz erzählst. Einen Insiderwitz. Dann solltest du noch mal wegen Musik und Tanz nachfragen. Und vielleicht auch mal kitzeln und dann noch mal ganz normal reden, plaudern. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo haben wir denn das? Frage nach Date. Mal gucken, ob das schon wieder klappen würde.
Weil das ist was, was du dir wünschst. Ja, du sollst da auch nicht rein. Bleib doch einfach mal hier, Mensch. Leon ist beschäftigt. Das ist doch gerade ganz positiv, wenn Leon beschäftigt ist, oder? Mhm. Ja, ich liebe die Musik. Mhm. Absolut. Musik ist das Größte. So, wie schaut's denn da aus? Ah ja, das sieht doch schon wieder ganz vielversprechend aus. Ja, ich würde gerne mal mit dir irgendwo hingehen, wo wir in Ruhe reden können, wo wir das vielleicht wieder bereinigen können, was da so vorgefallen ist und überhaupt. Und zwar einfach mal nur mit dir. Oh, jetzt quatscht nicht da von Sachen, die er nicht mag. Na? Darf ich dich um ein Date bitten? Yeah. Okay, cool, sehr schön. Das bedeutet, wir haben ein Date. Und zwar direkt in der nächsten Folge. Weil für diese Folge sage ich erstmal Tschüss, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Und wie die beiden ihr Date verbringen werden und wo es hingeht und so weiter, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut, tschüss.